Hallo Menschen, das hier ist Battlefield 1. Hallo. Und ja, ich bin ganz schlecht im Unmods machen. Und kein mein Problem. Handy hat vibriert. Kein Problem. Und das Problem war, warum das gerade so komisch war. Ich kann meine Aufnahmestart- und Stopptaste nicht mehr benutzen. Die sind kaputt. Und deswegen musste ich raustappen, reintappen. Deswegen war da gerade ein kleiner schwarzer Bildschirm. Aber wir gehen jetzt ab. So, wir sind jetzt wieder zu dritt. Nicht mehr mit dem famosen Michi, sondern jetzt mit meinem Freund und Kollegen Alex, den ihr vielleicht von Rocket, ich würde gerade sagen, von den Rocket Beans kennt. Nein, auf keinen Fall. Aber hallo. Wir waren auf der Rocket Beans Party, ich bitte dich. Und deswegen würde ich sagen, wir spawnen einfach beim Alex, oder? Ich spawn auch beim Alex. Zack, da sind wir. Hallo. Ich habe mir mal für die Assault-Klasse eine andere Waffe freigeschaltet. Nicht, dass das irgendwas bringen würde, aber hey, was soll's. So, wer ist denn hier der Kapitän? Was, ich glaube ich. Franz, hast du verstanden, ob die Klassen schon levelbar sind jetzt in der Beta? Ja, du kannst schon Sachen freischalten. Achso, levelbar ja, aber weiß ich nicht mehr. Die Klassenlevel, weil ganz viele Waffen jetzt hier für den Assault sind abhängig von einem Assault-Level. Und das ist bei mir 0 und das ist ausgegraut. Sag mal, ganz kurz eine andere Frage. Habt ihr am Himmel, sind bei euch am Himmel auch Schüsse, die einfach in der Luft stehen? Ich hab lauter komische Streifen am Himmel. Mir ist es eine Reflexion, wenn ich in einer bestimmten Position bin, aber ansonsten nicht. Nee, doch, habe ich auch. Ja. Habe ich immer, wenn ich an den Himmel gucke, schweben da so Leuchtspur-Autos. Ja, ne? Total strange. Ja. Oh. So, ich würde sagen, wir greifen C an. Ja, wenn du das sagst, dann machen wir das. Order received. Na dann. Hast du dir... Ich habe mir jetzt die... War das eine Granate? Aua! Oh! Ist noch einer Medic, zufällig? Noch nicht, nee. Nee, ich bin kein Medic mehr. Okay, dann müssen wir gleich mal gucken, dass wir vielleicht wieder einen mitnehmen. Das war echt hilfreich. Okay. Aber ich finde die Waffen so doof. Ja, sobald ich einmal tot bin, das dürfte relativ bald sein, mache ich das. Ja gut. Ich habe mir für Medic jetzt auch mal eine andere Waffe genommen. Eigentlich wollte ich sowieso mit dem Medic starten. Ich weiß gar nicht, was ich hier mache. Aber das weiß ich die ganze Zeit. Da bin ich weggeholt worden, direkt von einem Panzerauto vor der Tür von A. C. Ach, verdammt. Ich sitze auch so langsam. C. Ich sehe hier keine Feinde. Ich gehe mal und hole mir auch einen Medic. Wenn euch das beliebt. Warte mal, dann halte ich hier die Stellung, dann spawnt bei mir. Beliebt es was? Euch? Bin da. Direkt. Alter, ich musste mir das angucken. Hast du das gesehen, was der mit dir gemacht hat, Alex? Er hat mich getreten, umgedreht und dann aufs Gesicht gehauen. Au. Das ist aber mega unfreundlich. Total. Das ist auch nicht die beste Grüße. Wir fliegen Bomber. Ich hab einen Bomber. Wir werden ein Bomber-Team. Der Bomber hat mich erwischt. Aber ich hab den da vorne. Kommt in meinen Bomber. Kommt alle in den Bomber. Es wird wunderschön. Ja, ich kann gleich respawnen. Bin dabei. Du musst jetzt nach hinten mich verteidigen quasi. Ich weiß übrigens inzwischen, was dieses Symbol ist. Das heißt, dass das Spiel gerade irgendwie ein bisschen unter 60 Feuer läuft. Wir kriegen Feuer von hinten, aber da ist er. Ich kann nicht in deinem Bomber, dein Bomber ist voll. Ja. Der auf vorne? Potov 76 ist da drin. Die Sau. Ja, ich kann nur noch hinten gucken, sorry. Also hier so auf offenem Feld das ist ja okay. Zu spawnen, ist auch dich, keine gute Idee. Uns dann gegen die Johnnies verteidigen, die auf uns schießen. Oh, Achtung! Kannst du nach vorne schießen? Nein, ich bin rausgesprungen. Wenn du oh rufst, dann ist die Chance groß, dass wir abstürzen. Versuch den Karren gerade zu reparieren. Okay, der ist so kaputt, dass ich ihn nicht reparieren kann. Was ist hier los? Jetzt habe ich hier noch Spotzelfrotz dabei. Wie krass das übrigens ist, wenn man wenn jemand aus einem dunklen Gebäude rauskommt. Also, dass man wirklich teilweise vom Licht her nicht reingucken kann, wenn da plötzlich jemand rauskommt. Bin ich gerade voll erschrocken, aber es war zum Glück einer von meinen. Ich mich umsonst erschrocken. Ah, jetzt repariere ich die Karre. Gehen wir immer noch auf C? Ja. Ja, ich gebe euch Luftunterstützung. Ja, klar. Ja. Das finde ich ja immer in diesen ganzen Kriegsfilmen so krass, wenn die dann irgendwas mit Luftunterstützung kriegen und die sich dann total freuen. Und ich würde dann immer so denken, ey, mit ein bisschen Pech werden sie jetzt selber erschossen von ihren Leuten. Aber ist ja zum Glück noch nie vorgekommen. Noch nie. Im echten Leben. Noch nie, das passiert nicht. Da hat die Munition Freund-Feind-Erkennung. Die Kugeln. Dann sagen sie, oh nein, du bist aber netter, dich treffe ich nicht. Ich nehme jetzt doch wieder eine Assault. Reparier das Auto! Oh, ich bin hinten in deinem Flugzeug drin. Ja. Aber wir haben hier gerade ein bisschen Probleme.
Probleme ist mein zweiter Vorname. Kann, oh, jetzt das ist aber, das war aber eher nicht so gut. Nee, da unten sitzt oh, da sitzt, wollte gerade sagen, ja, da sitzt ja. Aber schön gelandet, mit der Nase rein und da drehen noch weiter. Und wie meine Leiche rausgeflogen ist. Okay, Flugzeug muss ich. Gehen wollen wir nochmal Bomber fliegen? Wollen wir das üben? Oder ja, möchtest du lieber was anderes? Du kommst ja nicht automatisch wieder auf den Bomber. Doch, doch, es steht einer frei. Wo denn? Jetzt kannst du bei mir rein. Nee, ich komm nicht rein. Doch, der müsste jetzt. Jetzt komm ich rein. Du warst können. Under fire. Ich bin jetzt bei in dir drin. Und du kannst jetzt quasi mit F3, je nachdem, ob der vor oder hinter mir ist, ne, musst du dann halt gucken, wo du. Aber jetzt sind wir voll. Vorne sitzt auch jemand drin. Ja, jetzt guck mal. Hier, den musst du zerknattern. Wen denn? Vor uns, das Flugzeug. Ich sitz doch hinten. Ja, drück. Achso, jetzt sitzt. Ach, jetzt hab ich's verstanden. Verzeihung. Ich hab nicht zugehört. Also nicht verstanden, was du von mir wolltest. Also, du hast nicht verstanden, was ich von dir wollte. Ja. Oh nein, da ist schon wieder die Anti-Air. Ja, flieg doch nicht direkt drauf zu. Was machst du denn? Ich will sie sprengen. Soll ich aussteigen? So. Ich steige aus, das ist mir zu gefährlich. Scheiße. Oh nein. Ich habe den Fallschirm nicht aufgemacht. Ich hab sie leider nicht ganz erwischt. Ich habe sie. Okay, Bomber üben wir demnächst mal nochmal. So ein Spaß. Das ist echt nicht so leicht. Aber es ist ein spaßiges Spiel. Oh, Attack Plane, das probiere ich aus. Ich bin jetzt mal kurz hier bei F gespawnt, weil wir das gerade verlieren. Kann man keine Gegner mehr markieren? Mit Q. Doch, mit Q. Ah ja, da. Okay. Nur antippen, okay. Oh. Also mit Maus ist das echt schwer. Gibt's euch fliegen. Nimm die rechte Hand auf die Pfeiltaste. Und dann kannst du mit der Leertaste schießen. Ja, mach ich grad schon. Das ist viel einfacher. Ah, der hat hinten einen Schützen drin, der mich die ganze Zeit erwischt. Und ich erwische ihn nicht gut. Monsieur, ich erwische sie nicht gut. So, B ist die Ansage. Ah, dann eben nicht. Sag doch, jetzt einfach so B. Aber weißt du, was ich jetzt mal probiere, wenn ich noch nicht direkt abgeschossen bin? Oh! Nein! Oh, in der Sekunde nehme ich natürlich... Ich wollte mal rüberwechseln aufs Gamepad und das hat aber zu lange gedauert. Ich hatte ein Pferd getötet, das heißt kleiner Klopfer. Oh, ist ja süß. Ja. Also zwar der Spieler, der süß, aber es sah aus, als wäre es das Pferd gewesen. So, wo seid ihr denn jetzt? Was greifen wir denn jetzt hier an? Wie C? Ich dachte B. Was jetzt? Also ich spawn jetzt bei C und dann könnte ich auf B gehen. Genau. Ich komme jetzt auch bei C und dann gehen wir zusammen zu B. Ich bin jetzt hinter dir, Fritzi. Da vorne ist einer. Oh, da ist ein Tank. Ach scheiße, okay, das war einer von meinen, der gestorben ist und Ja, ich hab eine Kette kaputt gemacht von dem Panzer. Oh. Fein. Aber. Kann ich bei dir spawnen? Das ist gerade heiß umkämpft. Wow, hier ist gerade richtig Abenteuer. Dann kann ich nicht bei dir spawnen. Nein, leider nein. Ich komm wieder bei leider, C rein, leider, oder? Nein. Ja, da ist aber richtig Action in den Häuschen, Action in the Häuschen. We are losing objective Charlie. Welches Häuschen war denn das hier? Da steckten auf jeden Fall eine Menge Schlingels drin. Ah, jetzt läuft's. Ich hab hier auch überhaupt die. Ich hab auch die Feinderkennung hier noch nicht drauf. kann man friendly feiern? Ich hab Franz gerade gehauen. Aua. Hat aber nichts gemacht. Na dann. Gibt bestimmt später so Hardcore-Server oder so, ne? Gab's das nicht später noch? Ja, ja, das gibt's. Sollen wir zum Auto mal hier das machen? Das jetzt eben noch nicht. Was ist das denn für ein geiles Ding hier? Ach, das ist ein Anhänger. Das hier ist ein Auto. Nee, das hier. Oh, nee, oh, das ist ein scheiß Auto, was ich hier hab. Hm. Okay, das ist strange. Ach, shit. Jetzt haut er mir bestimmt Bomben auf mich rauf, oder? Oh, weiter so, kann ich das mal, nicht. Sorry, was? Weiter kann was ich das ist das Symbol Ding rechts? Das hast du eben gesagt, und ich hab nicht aufgepasst. Das Symbol rechts ist, wenn du unter 60 Frames bist. Dann zeigt er dir das. Ah, okay. Ach so, dass du nicht ideal für Aufnahmen Arenas bist. Ich glaube, ich bin eher, immer, ich bin so bei für, dass du nicht bei 60 Frames halt bist, dass du nicht ideal bei Geschwindigkeit bist. Ja, weil das ja so Filmrollen sind, ne? Ja, das ist nicht
cineastisch genug ist. Obwohl, dann dürften es ja eigentlich nur 24 Bilder sein. Ah, hier. Pro Gamerino. Obwohl, da müssen es 400 Frames. Ne? Was ist denn das? 4K heißt das war der Flieger. Ich werd bescheuert. Ich denke jetzt, hä, was schießt denn da auf mich? Was schießt denn da auf mich? Direkt von vorne. Dann ist es natürlich der Bomber, der da seine Kreise dreht. Entschuldigung, hab ich dich unterbrochen. Was wolltest du sagen? What? Wieso springt auch 79 Damage mache ich in seinem Gesicht drinne? Das ist doch unfair. Alex, ich komm mal zu dir. Aber ich nehme wieder den... Ah ne, ich bleib mal dem Schützen. Das ist aber echt einfach ein richtig schön rundes Spiel, ne? Das macht schon echt Bock. Also wenn wir uns jetzt... Wir müssen uns zum Beispiel mal... Wer halt Oh. Ich hab... Ah, was verdammt. Passiert denn hier mit euch? Das ist der blöde der Bomber, Kuscher. Der uns die ganze Zeit da runterholt. Der ist als Skulltor. Mit was kriegen wir die Bomber weg? Da brauchen wir ein... Es gibt Anti-Air. Anti-Air, ne? Aber ich frage jetzt, wo stehen die rum? Ja, auf E ist definitiv eine. Das ist die, die uns zweimal getötet hat. Ja, das ist aber eher doof. Alex, ich komme mal bei dir rein. Das ist ja ein Bösewicht gewesen. Ja. Das auch. Hui. Noch einer. Ja, noch einer. Easy. Okay, jetzt. Puh, ich hab tatsächlich mal die Dings gedrückt, die richtige Kill-Taste. Oh nein, da war einer an der Seite dran, die richtige Nahkampftaste. Verdammt, und ich dachte, hier ist noch einer. Der kommt zu dir rum, Alex. Wenn einer Medic ist, könnte mich. Ja, der sitzt in einem anderen Kellerloch. Seid ihr da alle in dem noch Gebäude? In dem, ja. Dann kommt er tatsächlich von hinten. Der hat sich mein Kit geschnappt. Alex, ich komm wieder bei dir ran. Okay. Ich auch. Nein, Franz, das bin ich. Ja, ich bin gerade gespawnt, da war einfach jetzt. Ich bin gespawnt, hab nur jemand gesehen, der mir eine Waffe ins Gesicht hält und dann hab ich ihm gegeben. Aber grundsätzlich, der amerikanische Weg ist nicht immer der richtige. Aber dann geh ich mal. Oh, ich sterbe ja nur noch hier. Geh ich mal Richtung Medic. Fuck. Warum? Er sieht mich und ich gehe nicht einfach weg. Ich bin so doof. So, jetzt musste ich mal kurz rasten. Fehler. Jetzt hab ich hier gerade mal. Ja. Ich glaube, meine Maus. Ich sag einfach, meine Maus ist schuld. Das ist ja doch ein Bösewicht! Alter, ich seh einen Typen, schieß auf den, es passiert nichts. Und ich so noch so, hallo! Und ich habe schon auf den Kommentar von Alex gewartet, hör auf mich zu schießen. Und ja, dann nimmt der Knüppel, schlägt mich tot. War wohl nicht Alex. Will jemand Bomber fliegen? Ich will jetzt Bomber fliegen. Ich hab das so gut. Ich probier das. Ist denn einer da? Ja. Ja. Alle sagen ja. Ich müsste nur Verteidigungsschützen haben. Ich bin halt jetzt gerade am Boden. Bin an deiner Seite, hinter dir. Wieder. Geil, hier hat jemand ein Flugzeug geparkt. Warte mal, kann ich das nochmal starten? Und es ist wieder Potov bei uns. Nee, da steige ich lieber aus. So, guck mal, da guck mal, was da los ist, Alter. Auf da was kommen jetzt Bomben rein. Oh ja, ich seh dich. Oh, geil. Ah, shit, ich hatte leider nicht die Personenbomben. Die nehme ich jetzt mal. Oh, was ist das denn? Ich glaube, hier ist gerade so eine Superklasse reingekommen. Hier ist, glaube ich, so ein Super Soldier dabei. Oder ist es standardmäßig ein Lehrer? Bomberkill! Der hatte gerade voll die Rüstung. Ja, das ist das dieser Flammenwerfer-Fraggle? Ah, fuck. Der Klassiker. Ich hab jemand revived und natürlich hat mich dabei jemand erschossen. Aber ich hatte auch die ganze Zeit vergessen, dass ich die Revive-Klasse bin. Wow, wo kommt denn dieser Nebel? Oh, jetzt kommt der, wollte gerade sagen, ne? Voll der Nebel. Ich steig trotzdem mal bei dir ein. Das war jetzt der dümmste Gedanke, den man haben kann, in dem Nebel bei dir einzusteigen. Ich bin vorne bei dir drin. Sehr gut. Hinter uns ist jemand. Aber so, ich muss mal jetzt hier die Outskirts weg. Ich sehe halt einen Scheiß, ne? Also. Hinter uns ist jemand. Ja, ich müsste uns dringend reparieren, aber dazu müsste ich ein bisschen Ruhe haben. Ja, ich schieß halt auch ins Blaue, ins Weiße quasi rein. Okay, ich versuche die Karre jetzt mal zu reparieren hier im Nebel. Ah, das ist der Boden! Oh! Wow. Wenn man repariert. Ja, wenn man repariert, blockiert die Steuerung halt. Ich hab das nicht gesehen. Bei im Nebel. Nebel fliegen wir jetzt mal nicht. Ich geh jetzt mal auf D. Alter, hier, man sieht nichts mehr in der Suppe, ne? Hammer, oder? Jetzt bei D rein. Geh ich auch.
Hier können wir. Hier, ich habe ein Auto. Wir schnappen uns jetzt so ein abwegiges Ziel. Das ist doch super. Na, dann mach eine Ansage. Ja, warte, ich komm. So, wir schnappen uns einfach E. Oder A. Warte. Bin drin. Auch am Start. A. Ich bin mal gespannt. Ab morgen gibt es das ja auf der PS4. Da helfen wir jetzt. Da ist auch schon einer von uns am Fragen. Kann es sein, dass die Karre nur zwei Lebenspunkte hat? Die Karre, die hat nur zwei Lebenspunkte. Raus hier. Nur als... Ey, das ist nicht schlimm. Das ist doch super. Ich hab doch vorhin schon mal in irgendeiner Folge gesagt, dass bei dir hinten sowas wackelt. Das ist deine komische Feldflasche oder was auch immer das ist. Die zieht teilweise 2-3 Meter hinter dir her. Aber hier, den Karren haben wir. Oh, sehr gut. Den Karren haben wir. Warte, lass mich mal einstellen. Kannst du das nicht reparieren? Ich fahre? Oder nee, ich kann es leider nicht reparieren. Gilt das nur jetzt für zu Panzer? E. Kann man das nur bei Panzern machen? Ja, mit dem Reparieren? Wir fahren jetzt zu E, uns passiert schon nichts. Wollen wir nicht zu G fahren? Das ist weiter hinten. Oder zu... Ah, doch, zu E. Irgendwer zu E. Sitzt doch gar nicht drin. Warte mal, wir haben doch Alex vergessen. Nee. Vergessen, das wäre ja aktiv. Passiv ist das... jemand anders hat sich reingezeckt. Achso, ich dachte, du wärst aktiv nicht mit... Oh, oh! Oh, okay. Ich hätte gedacht, dass es uns killt. Wow! Huh? Defeat. Achso, ja. Das war nicht wir. Da hatten wir nichts zu tun. Defeat. Defibrillator. Nee, dass wir fucking verloren haben, damit haben wir gar nichts zu tun. Nee, überhaupt nicht. Fucking Caper, ey. Blöde Caper. Oh, schau mal, wer dabei ist. Fabian ist dabei. Cool. Was? Fabian ist dabei. Ja, geil. Ja. Ach. Geil. El Sigismondo. Cool, das ist ja super. Was ist denn die Chat-Taste hier? Ah, das ist ja fantastisch. Gibt es eine? Und er war natürlich der beste Spieler, ne? Das ja, natürlich, der kann das mit Augen zu, der spielt es mit Augen zu. Na gut, wollen wir in der nächsten Folge weitermachen? Wie wär's? Jo. Dann sehen wir uns dann. Ciao. Bis gleich, ne?